Was bringt uns wirklich positive Gefühle? Vor allen Dingen noch eins, nämlich körperliche Betätigung. Und dazu habe ich in meinem Buch Die Leber wächst mit ihren Aufgaben eine kleine Geschichte geschrieben über neue Trendsportarten, die Bewegung nahelegen. Und die Geschichte heißt Bewegung, ich bin doch nicht Blade. Nordic Walking ist in. Es schont so schön die Gelenke. Belastet werden nur die Zwerchfälle von denen, die uns dabei zuschauen. Und seien wir ehrlich, es sieht bescheuert aus. Die Grundidee ist richtig. Ein Marketing-Experte einer finnischen Sportartikelfirma dachte lange darüber nach, ob es nicht irgendeinen Weg gibt, auch im Sommer Skistöcke zu verkaufen. Und richtig, er erfand Nordic Walking. Seitdem macht er Millionen, weil Millionen es machen. Der Deutsche wandert nicht mehr über Stock und Stein, sondern verstockt auf Asphalt. Gegen Gehen hat ja niemand was, aber Walkern kannst du noch nicht mal mehr aus dem Weg gehen. Sie sind überall, nicht schnell, aber viele. Wenn du versuchst, zwischen ihnen mit dem Fahrrad Slalom zu fahren, wisse, sie boykottieren bewusst die Erfindung des Rades und sie sind bewaffnet. Die Knie schonen zu wollen, ist nicht verkehrt. Hätte Gott wirklich gewollt, dass wir aufrecht gehen, er hätte uns bessere Knie gegeben. Noch besser als Nordic Walking soll ja deswegen Bladen sein. Rollen, Inlineskaten, statt die Gelenke mühselig beim Laufen über Jahre zu verschleißen, reicht jetzt ein einziger Sturz. Und die Knie sind im Arsch. Entschuldigen Sie den Ausdruck, aber angesichts der Geschwindigkeiten auf Rollschuhen ist das sogar anatomisch korrekt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es ausprobiert. Gesundheitsbewusst, wie ich nun mal bin, versuchte ich durch die richtige Ausrüstung Risiken zu minimieren und trug Schoner über Ellenbogen, Knien und Handgelenken in voller Montur inklusive Helm, ist man dann praktisch so bewegungsunfähig, dass man automatisch auf die Rollen angewiesen ist. Das ist der Teufelskreis. An jedem Kinderwagen sind Bremsen vorgeschrieben. Nur Erwachsene meinen, sich noch unter das Niveau von Kleinkindern begeben zu müssen, indem sie sich ungebremste Rollen unter die Füße schnallen. Zugegeben, der rechte Schuh hat am Hacken einen kleinen Gummipfropfen, den sogenannten Stopper. Eine kleine Überschlagsrechnung. Wie realistisch ist es, 85 Kilo Körpermasse, die durch ein Gefälle von 5% auf 45 Stundenkilometer bereits beschleunigt wurden, durch sanften Druck auf eine Fläche von der Durchschlagskraft eines Radiergummis zu stoppen. Ein Pfropfen auf den heißen Stein. Da bekommt Überschlagsrechnung eine konkrete Bedeutung. Das Trügerische, ich will ja gar nicht anhalten. Denn stehen ist auf den Dingern viel schwerer, als in Bewegung zu bleiben und das Gleichgewicht, na nicht zu halten, aber zu variieren. Ein paar Schlittschuhschritte und ich rolle. Nach den ersten Schrecksekunden stellt sich plötzlich ein Gefühl tiefster Genugtuung ein. Ich spüre, das Ziel der Evolution ist erreicht. Aufrecht gehen, das war gestern, die Neuzeit gleitet. Auf Rollen, Leichtigkeit, Anmut, Grazie, alles strahle ich aus. Ich täusche mich. Nicht aber die Menschen, die mir entgegenkommen. Sie wissen um die Gravitation hinter meiner Grazie und wechseln kommentarlos die Straßenseite. Noch besser Hunde, sie wittern kilometerweit den Grad meiner Inkompetenz und wissen gleich, bin ich wieder auf einer Ebene mit ihnen, auf allen Vieren. Beim Autofahren, da hofft man ja im Falle des Kontrollverlusts möglichst auf kein Hindernis zu prallen. Beim Bladen ist genau umgekehrt. Ich suche aktiv Hindernisse, um die Kontrolle wieder zu erlangen. Woran festhalten? Baum oder Gebüsch? Zaun oder Laterne? Ich nehme ein Taxi. Jetzt im strengeren Sinne keine bewusste Entscheidung, es steht plötzlich vor mir. Ich bretter hinein und klammere mich reflexartig oben am Taxischild fest. Der Taxifahrer gibt in Panik Vollgas. An der nächsten roten Ampel erspähe ich einen Gullideckel und lasse mich fallen. Perfekt, ein Rums und die Rollen stecken im Kanalgitter fest. So fest, dass ich die Schuhe nie wieder rühren werde. Ich laufe barfuß heim. Jede Zehe, Bodenhaftung,
Ein Genuss, die Erde hat mich wieder. Das Laufen auf zwei Beinen braucht keine Weiterentwicklung. Artenschutz gilt nicht für Trendsportarten. Einige dürfen ruhig wieder aussterben. Mir reichen als technologische Errungenschaft des 20. Jahrhunderts Socken mit Gumminoppen. Herzlichen Dank.